Hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Produktvorstellung hier auf Lord Gamgamfu, The Other Side of Movies. Ja, und heute geht es mal ein bisschen in Richtung Anime und zwar mit der Anime-Serie Raido of Healer, die jetzt komplett ist mit allen Volumes in einem ja, ganz nett aufgemachten Sammelschuber, der für mich allerdings mitunter einer der größten Probleme an dieser Veröffentlichung ist. Man kennt es natürlich von den ganzen Anime-Labels hier, nicht nur hier von Animoon. Die bringen alle so jede Staffel so halt in so einem Sammelschuber raus. Preislich gesehen muss ich sagen, ist das schon ja schon durchaus teure Geschichte, muss man sagen. Vor allem, wenn man dann doch vor allem solche Serien sammelt. Und Raido of Healer war ja eine Zeit lang doch ein Gespräch gewesen, weil die erste Volume hier hat eine Folge, und zwar Folge 2, die wurde von der FSK, hat die keine Freigabe bekommen, aber in der ersten Instanz, ja, man kann immer noch das Ganze nochmal testen lassen und nochmal, vielleicht legt man ein bisschen mehr Geld hin und kann da vielleicht dadurch doch bewirken, dass man einfach eine niedrigere Altersfreigabe bekommt oder die Freigabe, die man eigentlich haben wollte. Ja, und das Ganze hier in diesem ganz nett aufgemachten Schuber, ja, der ganz nett ist, aber ich habe damit ein Problem, das werden wir auf jeden Fall dann so zum Schluss des Videos sehen und den gibt es auch noch zu kaufen, so für 39, 40 Euro, ob man das gerne hinlegen möchte, sei es mal dahingestellt und hier haben wir auf jeden Fall erstmal das erste Mediabook und hier haben wir die Banderole, die war natürlich um den Sammelschuber drum herum, ja, Volume 1, 100% ungeschnitten, 100% und zensiert, ja, hier mit einer Inhaltsangabe, ja, es geht hier halt um so einen jungen Heiler, dem passiert was ganz Schlimmes, könnt ihr hier euch durchlesen, mehr möchte ich nicht drauf eingehen und der macht dann eigentlich genau das Gleiche, um es seinen Peinigern oder Peinigerinnen heimzuzahlen und das ist hier wohl das große Problem, denn ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass es, wie hier steht, der härteste Anime aller Zeiten ist, ja. Mag durchaus kritisch sein, das Ganze vielleicht auch ziemlich geschmacklos, ja. Jedes der Mediabooks hat natürlich jetzt extra ein Maxi-Poster und zwei Artcards, wobei Volume 3, da sind es keine zwei Artcards, ja. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich das ausgepackt habe. Und hier haben wir natürlich einige Szenenbilder und hier unten steht natürlich als Warnung, ungeprüfte Version ohne Altersfreigabe, Verkauf nur an Erwachsene, keine Weitergabe an Minderjährige. Das gilt wirklich nur hier für die zweite Folge, der Herr der Heiler und die Rache an Prinzessin Flair. Ja, hier haben wir noch die technischen Angaben und das Ganze geht 96 Minuten. Ja, und für so vier Folgen in einem ganz netten Package legt man dann locker mal so um die 40 Euro hin. Also ich muss sagen, die Preispolitik selber hier der deutschen Label ist schon wirklich ordentlich, ja. Das kann man sich nicht ausmalen. Ich bin froh, dass ich jetzt in der Hinsicht jetzt nicht so den Drang habe nach Animes oder so. Es gibt genug, die man auch streamen kann. Da bleibt einem natürlich dann erspart, wirklich viel Geld für eine physische Veröffentlichung hinzulegen, auch wenn dann sicherlich irgendwo da hinten jemand in der Reihe schreien dürfte, warum denn physische Releases müssen unterstützt werden. Ja, schön und gut, aber wenn man für eine Volume, wo eine Scheibe drin ist mit vier Folgen, an die 40 Euro hinlegt, dann kann man das schon mal kritisch ansehen und man muss das nicht unterstützen. Also hier ist es halt wirklich so, nur durch die ganze Mundpropaganda und was bisher über die Serie geschrieben worden ist, dass ich gesagt habe, okay, gut, das könnte man sich ja vielleicht mal anschauen, ja. Eine Season 2 wird natürlich auch irgendwann folgen, aber ich muss mir das Ganze jetzt erstmal hier dann auch in Gänze anschauen, um auch wirklich für mich beurteilen zu können, ob das überhaupt eine Serie für mich ist oder ob das letzten Endes wirklich rausgeschmissenes Geld ist. Ich meine auf jeden Fall von der Aufmachung her, vom Package ist es ganz nett gemacht, ja, also da kann man absolut nichts dagegen sagen. Wir haben hier drin noch ein eigentlich an sich nur von seinen Zahlen 19-seitiges Booklet, was man natürlich von rechts nach links liest. Wir haben hier noch ein Poster, wir haben hier dann hier noch ein bisschen Werbung drin für andere Veröffentlichungen und diese Goodies lassen wir nochmal nach draußen, weil das hat eine besondere Bewandtnis und bei den Artcards hier, die auch nummeriert sind, hier 1 und 2, haben natürlich ein jeweiliges das Front- und Backmotiv des Mediabooks, also hat man hier eigentlich nur die Motive nochmal recycelt. Ist okay, ja, das Ganze hat so eine softe Oberfläche, aber man hätte sicherlich auch andere Motive nehmen können, ja. Disc, ja, ist auch recht spärlich
designt, sieht aber auch nicht schlecht aus. Und hier innen drin muss ich natürlich noch mit den Stickereien machen, weil da 100% Uncut steht. Das muss man auf jeden Fall auch noch mit reinmachen. Heutzutage muss man natürlich Sticker auch aufbewahren. Und bei dem Booklet so ist es hier, dass wir natürlich hier ein bisschen was zu den Charakteren haben. So mit einzelnen Detailzeichnungen. Ja, hier haben wir natürlich die Prinzessin Flair, an der Rache genommen wird in Folge Nummer 2. Dann natürlich hier noch so einige andere ja, Soldaten, Einheimische, Feen oder Damen, denen irgendwie ein Stück Stoff an der wichtigsten Stelle oberhalb fehlt. Ja, Zelte, Tränke. Dann haben wir natürlich auch noch ein paar Kreaturen, weil das Ganze ist ja auch so ein bisschen, ja, Fantasy-mäßig angehaucht. Und dann haben wir natürlich hier das Glossar, wo es hier natürlich auch ein bisschen um die ganzen Zauberfähigkeiten geht, wie Mimikrie und Regeneration und so weiter. Und natürlich auch noch ein Auszug, also ein kurzer Auszug aus dem Manga. Und das war's dann. Hier ist es festgeklebt, ist reingeklebt. Und das war's auch. Ist, muss ich sagen, finde ich ganz nett. Aber ob ich jetzt persönlich nochmal dafür knapp 40 € hinlegen würde, glaube ich eher weniger. Gut, dann kommen wir natürlich dann zur Volume Nummer 2, die auch in der gleichen Aufmachung daherkommt. Da muss man zumindest sagen, da wartet man auf jeden Fall die Kontinuität. Hier auf jeden Fall haben wir diesmal eine Freigabe drauf. Hier gab es diesmal weniger Probleme bei der Volume 2. Ja, und hier natürlich nochmal die Handlungsangabe hier jetzt von diesen Folgen hier zusammengefasst. Ja. Auch nochmal hier ein nettes Bildchen, nochmal der Hinweis. Ja, wegen ungeschnitten, unzensiert zu 100%. Ein paar Szenen wird also von der Aufmachung her komplett gleich. Auch wieder ca. 96 Minuten. Und hier haben wir natürlich auch nochmal die 4 Folgen stehen, Folgen 5 bis 8. Ja, mehr eigentlich auch nicht. Und auf der Front haben wir dieses Motiv hier. Erinnere mich von dem Arm hier ein bisschen, ja, ein bisschen an Witchblade, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann auf der Rückseite hier. Ja, auf jeden Fall ganz nett aufgemacht. Die Disc hier ist ein bisschen anders bedruckt. Ja, und ist eigentlich nicht schlecht. Und dann haben wir natürlich hier auf jeden Fall wieder ein Maxi-Pösterchen. Und dann haben wir hier jeweils nochmal Werbung und die Artcards 3 und 4. Die müssen wir jetzt mal wechseln hier an der Stelle. Und da haben wir einfach auch wieder. Ja, es sind natürlich auch wieder Soft Touch mäßig die Vorder- und Rückseite des Mediabooks ist. Geht vollkommen in Ordnung. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall das Booklet. Das ist ein bisschen zeigefreudiger, ja, was den Auszug aus dem Manga angeht. Auf jeden Fall haben wir natürlich dann hier auch nochmal ein paar weitere Charaktere vorgestellt, die da vorkommen. Ja. Und dann hier auf jeden Fall auch noch ein paar andere Einheimische dieser Welt und ein paar Kreaturen, ja, so unterschiedliche Waffen und dann hier auch nochmal ein Glossar zu bestimmten Kreaturen, wie den Eiswölfen, den Schwarzflüglern unter dem Wildbullenstamm und auch das Dorf Alban und so weiter. Und dann kommen wir natürlich hier zum wichtigen Teil und ja, ist ein bisschen explizit, aber wirklich richtig krasse Details sieht man hier jetzt auch nicht. Ja, also da hält man sich zurück und auch wieder hier eingeklebt. Wobei ich sagen muss, ich finde, wenn man sich hier die Kante mal anschaut, ist das schon ein bisschen schief eingeklebt. Ja, also ein bisschen schepp hier der Verlauf hier, wenn man das so sieht. Ja, ist okay, kann man so machen. Ja, und ja, hier habe ich natürlich das Sticker auch wieder reingemacht. Nur bei Volume 3 habe ich es erstmal sein lassen. Und dann kommen wir natürlich ganz klar zur abschließenden Volume dieser Staffel hier. Ja, und haben natürlich dann auch hier wieder alle Hinweise. Also ist auch vom Aufbau her komplett gleich hier. Diese J-Card. Hier nochmal was zur Handlung. Und dann noch ein paar Bildchen. Die sehen wieder auch wieder so aneinander gebracht. Die technischen Informationen auch wieder 96 Minuten. Und hier natürlich ganz klar, welche Folgen sich hier drin befinden. Ja, und machen wir das Ganze mal auf. Da haben wir natürlich hier auch wieder Werbung. Dann hier nochmal Werbung, diesmal für Acryl-Standfiguren, ja, die es zu
der Serie gibt, zum Dark Fantasy Anime des Jahres, Raid of Healer. Ja, sehen ganz nett aus. Bisschen Merchandise muss man auch ein bisschen verkaufen, ja. Und dann haben wir natürlich hier die Disc. Ja, und hinten ist nichts. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein Pösterchen. Und ja, dann natürlich noch die Artkarten 5 und 6, beziehungsweise 2x5 und einmal 6. Also, ich weiß nicht, hier hat man, glaube ich, eine zu viel reingelegt. Ja, auf jeden Fall sind natürlich hier auch wieder die Motive von der Vorder- und Rückseite. Ja, aber da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Da haben sie sich wohl vertan, als sie es reingemacht haben. Und wir haben uns ja die Rückseite noch nicht angeschaut. Und hier haben wir die junge Dame, diesen Schwarzflügler. Ich glaube, das ist ein Schwarzflügler. Auch sehr schön. Also zumindest vom Druck her kann man absolut nicht meckern. Da sehen die Dinger echt gut aus. So, von der Verarbeitung her, ja, geht alles in Ordnung. Und dann haben wir natürlich hier dann auch nochmal ein paar Charaktere. Die Schwarzflüglerin hier heißt Eve. Hier haben wir die gute Norn. Blade, ja, also nicht der Vampirjäger, sondern ein anderer Blade, ist eine Frau, ja. Den muss ich so schmunzeln. Blade, ah, das ist eine Frau, okay, gut. Und dann natürlich hier noch ein paar andere Figuren. Hier haben wir ein paar Typen vom Wildbullenstamm. Hier haben wir einen Ork im Größenvergleich zu einem Menschen. Dann hier noch Freya als Hund, ja, kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen, ganz nett. Dann natürlich noch einige Waffen und hier so ein Klingenhandschuh, der vorkommt. Dann auf jeden Fall ein Glossar, ja, zum Thema Held und göttliche Waffen. Relativ klein geschrieben, muss man hier sagen, wie das Ganze aufgemacht ist, aber okay. Und dann auf jeden Fall hier noch ein Auszug, natürlich wieder aus dem Manga. Bisschen zeigefreudig, aber jetzt nicht allzu viel, ja. Und hier zu guter Letzt haben wir natürlich dann auch noch den nochmal den Sticker, den ich nicht reingeklebt habe. Und hier muss man natürlich auch wieder sagen, hier ist auch relativ das Ganze auch wieder sehr schief eingeklebt. Also nicht wirklich gerade hier die letzte Seite. Und das macht sich hier oben natürlich auch bemerkbar. Also es ist nicht wirklich gerade, ja. Ist in Ordnung, ja, aber gut, man hätte natürlich das Booklet auch anders einarbeiten können. Ja, so wabbelt es vor sich hin. Und so kommen wir jetzt dann eigentlich auch zum eigentlichen Problem, was ich jetzt damit habe. Okay, gut, die Dinger sind jetzt befreit von eigentlich allem. Und jetzt müsste es eigentlich auch passen, wenn ich sie reinmache. Es müsste passen, wenn ich sie reinmache. Ich habe es gestern schon mal versucht. So, dann haben wir da die Volume 2. Und ja. Die Volume 1, die sind dann auf jeden Fall hier drin, ohne Probleme. Ja, jetzt ist aber die Frage, was mache ich mit diesem ganzen Kladderadsch hier? Was mache ich damit? Weil wenn ich die J-Cards drumherum lasse, wenn ich die Poster drin lasse, wenn ich die Karten drin lasse, passt das einfach nicht. Es passt nicht. Und da ist die Frage, wohin mit dem ganzen Krempel? Ja, so sieht es ja ganz gut aus, ja. Und ich bin auch ehrlich, ich hätte auf den Krempel auch verzichten können. Ja, man hätte vielleicht auch eins machen können, man hätte vielleicht auch von mir aus gleich einen kompletten Schuber mit allen drei Volumes rausbringen sollen, ja. Aber man möchte natürlich eben nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal zur Kasse beten. Und das ist jetzt das Problem, man hätte den Schuber auch breiter machen können, weil den ganzen Kladderadsch, wo soll ich den jetzt hinlegen? Hat da mal einer nachgedacht? Weil die Poster werde ich mir nicht aufhängen. Die Artcards, okay, die kann ich dann random in irgendein ja, Postkartenalbum reinbappen, ja. Aber ich möchte eigentlich alles beieinander haben und das finde ich hier persönlich, das finde ich dann doch nicht so gut umgesetzt, ja. Okay, sie sind jetzt hier drin, befreit von ihren J-Cards und ohne alles, aber ja, weiß ich nicht. Also, das finde ich ein bisschen blöd an der Stelle. Ja, das ganze Zeug fliegt hier nur rum. Und ja, gut, ich würde mir die Serie jetzt dann erstmal, also sowieso dann bei gegebener Zeit auch wirklich mal anschauen. Ja, und mal zu gucken, ist es was, taugt es was. Ansonsten muss ich persönlich sagen,
ist mir vor allem dieser Bereich, was Animes angeht, also nicht nur Serien, Filme. Filme, okay, da gehe ich noch mit, ja. Aber ich finde diesen Sammelbereich, vor allem diese Preise, ja, also okay, Synchronarbeit kostet alles Kohle, aber da werden teilweise Preise abgerufen. Für eine Popel-Volume, da sind 4 Folgen drauf, da fallen dir fast die Augen raus, ja. Und wäre das jetzt im ganzen Bereich so, auch im Filmbereich so, das wäre für mich kein Thema mehr, was ich sammeln würde. Um es mal hier auf den Punkt zu bringen, kein Thema mehr. Ich würde dann sagen, ich gucke mir den ganzen Krempel, ja, wenn es den ungeschnitten irgendwo gibt, streame ich irgendwo. Und das war es dann auch gewesen. Ja, ich finde, das Ganze ist wirklich von der Aufmachung her, das ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Ja, also das gefällt mir schon von den Designs her. Ja, sicherlich, wie die Serie beworben wird, das ist mal wieder ein bisschen drüber, ja. Ja, manch einer dürfte da lachen. Oh, der härteste Anime. Also ich meine, ich habe hier noch Uruto Sochi zum Beispiel noch rumflattern, ja, oder ein paar Folgen von Black Bible. Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kantare. Aber ja, es ist natürlich okay, gut, ja. Ich meine mal, Volume 2 und 3 haben sich natürlich um jeweils 2 bis fast einen ganzen Monat verschoben gehabt. Aber ich habe jetzt halt wirklich das Problem, ohne alles drumherum passen die Mediabooks echt gut in die Sammelschippe rein. Aber der ganze Klimbim, der flattert dann hier rum. Damit möchte ich jetzt eigentlich auch dieses Video hier abschließen. Ihr könnt natürlich in den Kommentar reinschreiben, wie ihr denn das so findet mit den Sammelschubern, mit den einzelnen Volumes, wie ihr denn diese Preispolitik allgemein bei den ganzen Anime-Serien-Veröffentlichungen denn so findet. Weil, wenn ich mal so schaue, wenn man nach England oder so rüber schaut, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Die Preise zum Beispiel, okay, man hat keinen deutschen Ton. Aber man hat da, was mir eigentlich immer lieber sind, komplette Volumes. Jetzt überlegt man zum Beispiel Thundercats. Die ganze Serie kommt jetzt raus in SD, also alle Folgen auf 2 Blu-rays für, ich glaube, knapp 97 Euro. Ja gut, da spart man eigentlich kein Geld. Ich habe die ganzen Thundercats Folgen auf in den 4 DVD-Volumes, aber da schlackern einem echt definitiv die Ohren. Und da könnt ihr euch ruhig in den Kommentaren kritisch mit beschäftigen und euch auslassen. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf eine sehr angeregte Diskussion hier unter diesem Video. Aber ich muss sagen, das macht für mich diesen Sammelschuber Gedöns, das macht es eigentlich für mich komplett obsolet, weil nicht alles reinpasst. Ich will alles da drin haben und nicht nur die Mediabooks und der Rest fliegt dann hier irgendwo rum, ja. Und das war es jetzt auch mit dieser Produktvorstellung hier von Rado of Healer von der ersten Staffel, ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit diesem Video und wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer weiteren Produktvorstellung, Unboxing oder zu irgendeinem anderen Video hier auf Lord Gamgam Full. The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.